Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Mitbürger. Wir behandeln heute ein Grundproblem der Berliner Republik, wie sie sich seit 1990 entwickelt hat. Demokratie oder Parteiendemokratie? Nach Jahrzehnten des Verbots der Staatsfinanzierung von Parteien und dem Zwischenschritt von Staatszuschüssen für Wahlkämpfe der Parteien entschied das Bundesverfassungsgericht völlig überraschend am 9. April 1992, dass entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung den politischen Parteien auch Mittel zur Teilfinanzierung ihrer durch das Grundgesetz übertragenen Aufgaben gewährt werden können. Diese Entscheidung legt auch die viel zitierte absolute Obergrenze fest für das Gesamtvolumen staatlicher Mittel, die den Parteien, wie dort drin steht, in dem Urteil äußerstenfalls von Bund und Ländern insgesamt zugewendet werden dürfen. Die frisch gewonnene vergrößerte deutsche Demokratie wurde als kontinuierlich staatlich förderungsbedürftig angesehen durch diese Entscheidung. Die selbst eingeworbenen Mittel der Parteien, Mitgliederbeiträge und Spenden könnten durch Staatszuschuss in gleicher Höhe verdoppelt werden. In einer 1994 verabschiedeten Novelle des Parteiengesetzes wurde ein Betrag von 230 Millionen als absolute Obergrenze festgelegt. Und eine zulässige Indexierung dieses Betrages nach einer sehr seriösen Indexierungsregel ebenfalls festgelegt. Eine damals gesetzlich vorgesehene Kommission, die neben Indexierungsvorschlägen auch eine einschneidende Änderung der Verhältnisse hätte testieren können, ist aus dem Gesetz entfernt worden, weshalb es diese Kommission jetzt nicht gibt. Dies war der Türöffner für die Vorgehensweise der GroKo im Juni 2018 unter Berufung auf eine angeblich einschneidende Veränderung der Verhältnisse. Und dann kommt das alles, was hier zur EDV gesagt worden ist, meine Damen und Herren, ohne EDV hätten wir unsere Partei gar nicht gründen können. Stellen Sie mal einen Mitgliederbrief vor, wie Sie den noch ein paar Jahre vorher gemacht haben. Ohne EDV, so viel Geld kann man gar nicht gewinnen, wie durch die Einführung von EDV. Deshalb ist das Mumpitz. Von der ersten Ankündigung bis zur dritten Lesung dauerte es 10 Tage, das ist gesagt worden. Und diese Art, wie man sowas durchhaut, als demokratischer Stilübung, ist auch gesagt worden. Der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, damals noch Abgeordneter, hielt damals die Brandrede für die mitantragstellende CDU-Fraktion. Die Digitalisierung habe zu einer Vielzahl von Kommunikationswegen geführt und die politische Kommunikation mit den Bürgern, ich will das nicht wiederholen, also es ist so softig, wie es hier vorgetragen wird, es wird auch durch mehrfachen Vorlagen nicht besser. Statt solcher Scheinbegründungen ging es in Wahrheit um die Kompensation der Zuschussverluste wegen schlechter Wahlergebnisse. Die CDU fiel 2017 von 41,5 auf 32,9%, die SPD von 25,7 auf 20,5, dem schlechtesten Ergebnis der Republikgeschichte. Die Finanzprobleme der SPD damals waren Gegenstand vieler und zahlreicher öffentlicher Erörterungen. Also ein Schelm, wer das eine mit dem anderen nicht zusammenbringt. Durch Urteil vom vergangenen Dienstag stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass dieser Akt der Selbstbegünstigung der Parteien durch sprunghafte Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung unvereinbar ist mit Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 und daher nichtig. Es wird interessant zu beobachten sein, wann und wie die Frau Bundestagspräsidentin die Erstattungsanforderungen für die überzahlten 100 Millionen erlässt und wann und wie das zu viel erhaltene Geld auch tatsächlich zurückgeführt wird von den Parteien. Ich kann Ihnen für die AfD sagen, dass wir selbstverständlich ab Erhebung der Normenkontrolle, wir mussten einen anderen prozessualen Weg gehen, von dem wir wussten, dass er schwer war, weil wir nicht das nötige Quorum haben für eine Normenkontrolle, damit Sie Ihren juristischen Kram vielleicht mal richtig einordnen. Dass wir ab Erhebung der Normenkontrolle die beklagte Erhöhung zurückgestellt haben, meine sehr verehrten Damen, das wird sich ändern noch rechtzeitig, aber da machen Sie keine Sorgen. Wir kommen auch noch auf das Quorum, wo wir Normenkontrollklagen machen können. Da wird es hier richtig interessant. Dieses Schauspiel ist eine Karikatur, meine sehr verehrten Damen und Herren, von parlamentarischer Demokratie. Dies gilt sowohl für den rechtswidrigen Griff in die Staatskasse als auch für den politischen Zugriff auf die Justiz. Die Demokratie Deutschland wurde dadurch großer Schaden zugefügt, den man nicht durch Festtagsreden kompensieren kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Stiftungen mit 650 werden ähnlich Millionen aufgepumpt. 8 Euro pro Einwohner in Schweden gibt es für die gleiche Finanzierung 8 Cent.
So geht man in so einer alten Demokratie mit einem solchen Problem um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sehnsucht der Menschen nach vitaler Demokratie, den viele Bürger nach der deutschen Wende hatten, ist leider bitter enttäuscht worden. Volksabstimmung statt Völkerwanderung, Wohlstand statt Weltenrettung, das braucht unser Land und darum werden wir uns kümmern. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird.